Hey yo, und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich möchte mich heute mit ein paar Laptops beschäftigen, die kommen von einer Freundin von mir. Die wohnt jetzt aber nicht mehr hier, die ist studieren gegangen. Aber die hat mir die Laptops hier gelassen und die gehören mir nicht. Die sollte ich, oder ich habe angeboten, die irgendwie fertig zu machen. Und die Geschichte dahinter finde ich ziemlich kurios. So, einmal kurz zur Vorstellung, das ist ein Lenovo 115 IBY. Das auch. Problem ist, Hardware ist super in Ordnung, aber hier ist das Metallgestell, der Halter, der eigentliche, fürs Display gebrochen. Und dazu noch der Rahmen an sich. Hier sind beide gebrochen, sogar das Antennenkabel ist rausgeruppt. Bei dem ist nur ein Scharnier, ein Halter hier gebrochen, aber natürlich auch das Stück Plastik. Kommt davon, dass die eine Freundin von mir gesagt hat, ja, ich behandle Laptops immer wie Bücher. Und ist ja klar, wenn man dann immer mit der Ecke als erstes drauf knallt, dass es dann eben kaputt geht. Und ich kriege das Ding immer nur einmal eingeschaltet, wenn hier keine Festplatte drin ist irgendwie. Ich finde das total komisch. Vielleicht habe ich den Akku auch abgeklemmt, weil ich hier nämlich die Festplatte rausgenommen habe. Hier kann man nämlich nicht einfach, wie man das normal kennt bei Laptops, hinten eine Klappe öffnen, um die Festplatte rauszunehmen. Nein, du musst das Ding komplett zerlegen. So wie hier. Ja, der funktioniert auch. Ich glaube, wenn ich so mache, ja, da habe ich die Festplatte drin gelassen. Die eine Freundin wollte nämlich die Daten davon noch wieder haben. Und irgendwie die Laptops später auch mal oder zumindest ein Gegenwert oder sowas. Ja, und dann haben wir noch das Ding, so ein Acer-Ding mit Touch. Ich habe versucht, den Touch hier irgendwie zu lösen. Und weil man das ja erhitzen muss, damit sich dieser Kleber etwas löst, ne, siehst du selber, ist ein bisschen verbogen. Also bei Handys klappt das bei mir, bei Laptops aber leider nicht. So, und ich habe nachgeschaut, man kann diese Rahmen dafür nachkaufen bei eBay, aber es war, weil das Ganze schon ein halbes Jahr her ist, war es günstiger, sich für 25 oder 30 Euro so einen Ersatzteilspender-Laptop zu besorgen. Allerdings habe ich dabei einen kleinen Fehler gemacht. Guck dir mal die Breite von diesem Scharnier an und dann die Breite dieses Scharniers. Und wenn man das vergleicht, passt nicht. Augenscheinlich sehen die auch, wenn die zusammengebaut sind, identisch aus. Auch von oben, auch von der Seite, sonst wie. Aber passt nicht. Liegt daran, dass das hier das i5-Modell ist. Die beiden haben übrigens einen Celeron, glaube ich, verbaut. Sonst würde hier das nicht so stehen. Ich glaube, Intel ist es selber peinlich, einen Celeron zu verbauen. Nämlich erst, wenn sie ein Pentium verbauen, so wie hier, schreiben sie auch wirklich Pentium drauf. Ne? Man weiß es nicht. Hier ist jedenfalls das Mainboard, glaube ich, kaputt. Oder irgendeine Kaltlötstelle oder so. Kann auch sein, dass das Ding jetzt wieder funktioniert, weil die CMOS-Batterie wirklich sehr, sehr lange draußen war, weil der Akku nicht dran war oder so. Aber ich habe ja lange nicht dran gearbeitet, ne? Aber ich habe diesen 1-2 GB DDR3-Riegel hier drin gefunden. Und das mit einem i5 zusammen kann ich mir nicht vorstellen. Da hat sich der Verkäufer wahrscheinlich gedacht, ja, ich baue mal eben die Festplatte aus. Ach so, da sind 8 GB RAM drin, tausche ich das mal eben gegen 2. Merkt er bestimmt später nicht. Naja, weil das jetzt nicht passt, kann ich davon höchstens vielleicht nur das Display verwenden, wenn ich da vielleicht ein Display absichtlich kaputt mache. Und ich würde jetzt erstmal sagen, ich schaue mal nach, was Ersatzteile dafür kosten, gegebenenfalls auch ein richtiger Ersatzteilspender, weil ich davon ausgegangen bin, dass das Lenovo Modell 100 auch 100 ist. Das ist nämlich auch ein Lenovo 100, oder? Ja, Ideapad Lenovo 115 IBD und nicht 15 mit Y am Ende oder so. Also ganz, ganz komisch, dass sie sich da ein anderes Design überlegt haben. Mir ist dann gerade doch noch aufgefallen, dass an dem Laptop doch ein Scharnier kaputt ist. Womit hat... Also... Ne? Ich meine, ja gut, selber schuld, dass ich gesagt habe, okay, ich werde mich darum irgendwie in irgendeiner Form kümmern. Aber, naja, zumindest ist hier das Antennenkabel nur angeschräpelt. Ja, das müssen wir nochmal auf Widerstand prüfen hier, das ist aber, oh. Bei meinen Recherchen habe ich dann zunächst genau das gleiche Laptop hier gefunden, allerdings mit stärkeren Gebrauchsspuren für 130 Euro, da ist nämlich auch der Displayrahmen durchgebrochen an der Stelle. Scheint wohl vielleicht ein bekannteres Problem bei genau diesem Laptop zu sein, oder es war ein ziemlich ähnlicher Anwender. Ist das gleiche Laptop auch mit dem Intel Celeron, 500 GB Festplatte, Windows 10 und wahrscheinlich 4 GB RAM. Ist ein doofes Beispiel leider, aber ne, stärkere Gebrauchsspuren, naja. Ich schätze mal 140 Euro kriegt man dann für das Teil, wenn es ordentlich repariert wurde.
Habe hier dann einen Rahmen gefunden für 18 Euro aus Deutschland. Ist auch der gleiche Abstand mit den Abdeckungen über dem Scharnier. Aus China kriege ich das für 11,90 Euro. Allerdings ist das Bild ein bisschen komisch, weil da sieht man hier links sind die Abdeckungen fürs Scharnier ganz links und auf den anderen Bildern ist es dann weiter in der Mitte. Es ist zwar auch das Modell 15 IBY, aber ne, und auch weil es aus China so lange dauert und jetzt wegen Corona nehme ich wahrscheinlich auch das Deutsche hier, was aus Deutschland kommt und vielleicht, wenn ich einen Preisvorschlag sende und zwei kaufe, kriege ich die ja vielleicht auch für 15 Euro pro Stück. Da müsste man mal schauen. Und Scharniere habe ich hier für 17 Euro pro Paar gefunden aus Deutschland. Vielleicht kann man das da ja auch so machen, dass man vielleicht Mengenrabatt für zwei Stück kriegt. Ich glaube es aber nicht. Und wenn man es aus China bestellen wollen würde, sind wir da bei 9,26 Euro pro Paar. Aber ich habe auch hier wieder keine Lust, so lange zu warten. Ne, man will ja vorankommen. Allerdings werde ich das jetzt nicht in diesem Video zeigen, da müssen wir ein wenig warten. Ich wollte euch nur zeigen, was demnächst quasi upcoming ist. Ne? Aber ist schon wirklich sehr, sehr komischer Laptop. Irgendwie auch, dass es hier kaputt geht. Ne? Dann, ja. Vielleicht findet man den ja noch irgendwie anderweitig. Dass ihn jemand anders verkauft. Da irgendwas mit geboten und hier auch. Das ist immer doof. Für das Acer-Ding habe ich dann das Angebot hier gefunden. So ein Komplettteil oben, schon alles zusammen. Auch mit diesem einen Rahmen, den ich leider schon durch Hitze etwas verbrüht habe, sage ich mal. Tatsächlich auch als Neuteil, ist ja wohl ganz schön. Aber 230 Euro nochmal plus 20 Euro Versand on top. Das ist einfach viel zu teuer. Ne? Und dann kommt noch ein Scharnier dazu. Das wird dann auch 6,90 Dollar kosten. Man kann sie auch... Left and right, oh... Ja, ich brauche ja eigentlich nur das linke, oder ich bräuchte nur das linke Scharnier, von daher ist das egal. Aber ich habe diese Annonce bei eBay Kleinanzeigen gefunden mit Teilen für diesen Laptop. Und da ist dieser Bildschirm dabei. Das ist jetzt zwar nicht die Touch-Ausführung, aber es könnte vielleicht passen. Ich habe ihn gebeten, den Verkäufer mir einmal die Maße hier von diesem Stück mitzuteilen, dann weiß ich ja, ob es passt. Hier sind auch die Antennenkabel dabei. Ich müsste mir bei diesem Laptop jetzt, den ich hier habe, anschauen, ob die Befestigung hier ähnlich oder sogar gleich aussieht. Ne? Und er meint, es würde auf dem Display ein Kratzer drauf. Ich weiß nicht, ob der Kratzer das sein soll oder das hier. Kratzer auf Bildern zu zeigen, ist irgendwie immer doof. Hier oben ist das nicht ganz sauber, aber das kriegt man immer hin. Und er verlangt dafür 15 Euro für das Display mit Anschlusskabeln und den paar Kratzern. Und dann noch 7,50 Euro Versand. Das ist auf jeden Fall das wirtschaftlichste. Ne? Und wenn dieses Display absolut kacke ist, kann man das bestimmt noch irgendwie für 20, 30 Euro nachkaufen. Aber ich glaube, das wird sich dann überhaupt nicht lohnen. Dann wollte ich euch nochmal das Mainboard von dem Ersatzteilspender-Laptop präsentieren. Wenn man Strom anschließt, dann geht das Ding einmal kurz an. Der Lüfter dreht auch einmal kurz auf, aber dann geht es wieder aus und die LED blinkt. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass die Batterie jetzt gerade geladen wird. Ja. Wenn wir sie nicht angeklemmt haben, macht er wahrscheinlich genau dasselbe. Einmal kurz an und direkt wieder aus. Hier unten wäre normalerweise der Einschalter gewesen. Ich habe gerade mal so geschaut. Der fehlt. Ich weiß nicht, ob ich das so bewusst dessen gekauft habe. Ich habe es einfach als defekt gekauft. Und man kann den Laptop so auch nicht extra wieder einschalten, wenn er einmal an war. Weil er dann nämlich weiß, okay, da war irgendwas im Argen, das mag ich nicht. Ja, schade drum eigentlich. Ist leider so. Ich habe mir gerade einen Wolf gesucht, ne, wo der Einschalter denn sein könnte. Und dann ist der irgendwo hier unten. Weil bei den Laptops ist er da oder hier. Und dann musste ich mal eben das Netzteil wechseln, weil da mittlerweile fast nichts mehr so durchkommt. Aber wenn ich den jetzt hier anschließen würde und die dann starten möchte, dann sollte er auch, glaube ich, direkt angehen. Ja, siehst du mal, da war das nur ein Wackelkontakt in dem Kabel. Hierfür brauche ich eine neue Buchse. Und man müsste jetzt nur wissen, wie diese Buchse heißt, damit man dem Ganzen nachgehen kann. Ja, aber hier ist, glaube ich, alles verloren. Kannst vielleicht noch den Akku verkaufen, wenn überhaupt. Ja, ist ziemlich schade. Habe jetzt einmal den funktionierenden Laptop sozusagen auseinandergebaut und das ist alles.
kein Kühler, das ist nur hier so ein Stück Metall. Ist zwar leise, ne, aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist wie ein Dreizylinder, weißt du? Du hast ein Auto und ein Vierzylinder muss halt schon sein. Es sei denn, man ist eine Oma oder so, dann ist das egal, aber... Ne? Ja, ich meine, ich mag sowas einfach nicht. Mag sein, ja, das hat seine Daseinsberechtigung, wenn man nicht viel damit machen soll, bla 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 bla. Ich weiß, aber trotzdem ist das absolut nicht mein Favorit. Aber immerhin ist es nicht das Schlechteste, was man bekommen konnte, habe ich gerade erfahren. Es ging auch noch kleiner. Da war das Ding nämlich nicht viel größer als diese SSD. Da war dann hier ein 2 GB RAM und 32 GB Speicher für was auch immer. Hat damals 199 Euro gekostet. Schöner Billig-Laptop, aber wirklich viel kann der dann leider wohl nicht. So, und jetzt schaue ich nochmal da, wie es aussieht mit den Scharnieren. Und ich hoffe, darin sieht es ein wenig besser aus als hier. Jetzt habe ich hier den Laptop natürlich einmal auseinandergebaut. Sieht sehr schön aus. Hier, guckt ihr das an. Da haben sie sogar mal echtes Metall verwendet. Hier ist Metall drin, Jungs. Ne? Nicht so wie da vorne, alles aus Plastik. Nein. Ich würde sagen, diese Scharnierbefestigungen passen. Und er hat mir gerade die Maße geschrieben. Hier von dieser Kante. Das dürften 15 cm sein bei ihm. Und in Wirklichkeit sind es 16. Millimeter natürlich, nicht Zentimeter. Oh, mein lieber Mann. Also... würde ich sagen, können wir das bestellen, das sollte hier irgendwie reinpassen. Dann kann auch das wieder halbwegs zusammengebaut werden. Ich habe hier schon so eine Trennwand gemacht, das hier oben ist divers. Und diese Schrauben hier gehören zu dem Lenovo-Ding. Ich brauche noch so eine, wie heißen die, so eine Trennwand. Da ist eine drin. Neben einer SIM-Karte und irgendwelchem anderen Zeugs, was ich wahrscheinlich nie wieder brauche. Oh, LEDs. Seh's. Und wenn man dann jetzt mal schnell schaut... ja, das Display wäre noch in Ordnung gewesen und sieht so aus, als wäre es etwas höher aufgelöst. Kann ich aber nicht hundertprozentig sagen, leider. Aber wirklich sehr schade, dass das alles so verklebt ist. Das ist ein bisschen doof. Also ich glaube, das kann man mit Hitze irgendwie lösen. Wenn jemand was dazu weiß, soll er es mir sagen, dann habe ich zumindest noch einen Bildschirm übrig, der dann... quasi noch funktionieren würde und der dann natürlich auch keine Kratzer hat. Aber ich glaube, dass dieser UV-Kleber, der da drunter ist, zumindest ist es bei Handys so, dass man den dort erst abkratzen müsste und dadurch könnten, glaube ich, noch ein paar Kratzer entstehen. Das ist alles, glaube ich, sehr fragil. Ich meine, es ist immer noch Glas, womit man dann da arbeitet. Ja, okay, dann hatte ich den aber schon auseinander. Aber ich finde es echt sehr, sehr schade, dass man nur, weil man eine Festplatte wechseln möchte, dann hier den gesamten Laptop so auseinanderbauen muss, wie man es hier sieht. Ne, das ist, finde ich nicht so toll. Also, ich kann das selber machen, aber irgend so ein Laie, der kriegt da die Taste, ach, der kriegt da den Scheiß da nicht raus. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Und damit muss ich euch dann leider auch für dieses Video verlassen. Liegt einfach daran, dass die Teile jetzt erst noch bestellt werden müssen und dass ich leider keine wirkliche Idee für ein Video gehabt hatte, für dieses Wochenende, außer vielleicht zur PS Vita, die ich günstig bekommen habe. Ist dann wieder eins dieser Videos, ja, die Xbox One für 30 Euro und, ja gut, eine PS Vita, dann, ja, die ist, glaube ich, auch nicht mehr so relevant heutzutage, aber ich wollte sie eben haben, weil man da, glaube ich, ein paar Emulatoren drauf spielen kann und so weiter. Da stehe ich ja so ein bisschen drauf. Aber ich habe auf jeden Fall vor, im nächsten Video hier zu den Laptops die Scharniere und die Rahmen vernünftig einzubauen, Wärmeleitpaste zu wechseln, soweit das geht. Ich glaube, bei den Lenovo-Dingern eher weniger, aber bei dem Ding von Acer, da ist, glaube ich, noch ein vernünftiger Kühler drin mit Lüfter, so wie sich das auch eigentlich gehört. Da kann man die Wärmeleitpaste noch wechseln und dann noch so einen kleinen Alltagscheck machen. Ne? Wie lange der Akku da hält und was man da so mit machen kann. Vielleicht CSGO oder Minecraft als Toaster-Test. Ich schätze mal, dass der Akku nicht so allzu lange hält. Ich glaube, da sind, habe ich jetzt wieder zusammengebaut, ich glaube, da sind nur 3 Zellen nebeneinander gewesen. Mit jeweils 3,7 Volt und kann ich jetzt nicht mehr nachschauen. Auf jeden Fall sind die Akkus quasi irgendwie so designt, dass man sie eigentlich ausbauen könnte, aber sie sind trotzdem drin verschraubt. Also von außen reingesteckt und von drin verschraubt. Also ganz, ganz komisch irgendwie.
Ja, und komisch finde ich auch dieses, das Laptop aus dem, das Mainboard aus dem Spender-Laptop, dass es nichts mehr macht. Da ist zwar ein Ausschalter abgeflogen und ich habe, glaube ich, noch ein bisschen drauf spekuliert, ja, vielleicht lötest du da einfach einen neuen Schalter an, dann geht's wieder, aber so viel Glück habe ich nicht, weil der Vorbesitzer das, glaube ich, auch selber versucht hat, da irgendwas drum rum zu löten. Das hat man, glaube ich, auch gesehen, gerade im Video. Da kann man nicht mehr viel machen. Aber ich wollte es halt nur als Spender haben, habe nicht vernünftig aufgepasst, weil ich davon ausgehe, Modell 100 ist Modell 100 und wenn da eine andere CPU drin ist, sollte das innen auch nicht großartig anders aussehen. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Leider mal wieder. Ich halte von den Dingern nicht viel, aber wenn man jetzt ein bisschen recherchieren möchte oder sowas, ne, dann klappt das wohl. Ich glaube, so leistungstechnisch, rohleistungstechnisch sind diese Celeron-CPUs auf dem Level von einem Core 2 Duo, so ganz grob. Natürlich sind die dann ein bisschen schneller, könnte ich mir vorstellen, vor allem auch wegen DDR3-RAM. Aber ne, ist halt so komplett basic, was damals eben mal für 200, 300 Euro verkauft wurde. Und wenn man sich heute einen Laptop für 200, 300 Euro kauft, sind die, glaube ich, auch nicht viel, viel besser oder auch nicht für viel Besseres ausgelegt. Vielleicht noch mit neuem Akku. Deswegen würde ich mir nie neue Laptops kaufen, so eigentlich, weil wenn du was haben möchtest, was irgendwie halbwegs Leistung hat, ist man bei 400, 500 Euro im Neupreissegment. Und die gleiche Leistung kriegt man dann auch, wenn man jetzt sich gebraucht einen Laptop für 200 besorgt. Der ist dann ein bisschen älter und bräuchte wahrscheinlich einen neuen Akku. Ist manchmal ist generell doof. Wenn man wenig Geld ausgibt, so das Billigste und das Teuerste ist so preis-leistungstechnisch immer sehr bescheiden. Oder meistens so bei dem, was ich kennengelernt habe. Aber vielleicht habt ihr das ja auch anders in Erinnerung oder anders irgendwo mal gesehen. Könnt ihr ja drüber schnacken. Ach ja, ich werde eine SSD verbauen, aber auch nur eine, glaube ich, mit 250 GB. Die kosten um die 30 Euro. Um mal zu schauen, ob das jetzt wirklich bei dem Laptop so einen großen Unterschied macht oder ob es Sinn macht. Weil die 500 GB Platte da drin, die ist ja nicht schlecht. Oder könnte das eine SSHD sein? Nein, ich glaube nicht. Nicht bei so einem Laptop, nein. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann entweder zu den Laptops wieder oder zur PS Vita, die ich mir neulich zugelegt habe für ein bisschen Geld oder so. Ja, wir schauen mal. Also, bis dahin. Ciao, ciao.